Pieps, wunderschönen Samstag euch allen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr wisst ja, im letzten Video von Kiko habe ich mich hier in eine richtig geile Ische umwandeln lassen. Und geil? Na klar, ich war doch voll die geile Ische. Ich war doch voll die geile Ische, oder? Ich war definitiv eine geile Ich. Ich muss sagen, diese Aktion war aber echt super lustig und ich war echt überrascht, wie wohl ich mich dabei gefühlt habe, auch wenn es jetzt ein bisschen creepy klingt, aber irgendwie hatte ich nach dieser Aktion auch mehr Lust gehabt, mehr Sachen an mir auszuprobieren. Okay, das klingt jetzt einfach noch creepier. Aber ich habe auch einfach mit dem Gedanken gespielt, mir Ohrlöcher zu stechen oder Tattoos zu machen. Und ich weiß, es gibt ja diese einen Leute, die dieser Meinung sind. Das würde dir mega stehen. Voll cool. Und dann gibt es auch noch die Leute, die dieser Meinung sind. Auf gar keinen Fall. Passt ja mal gar nicht zu dir. Tattoos finde ich richtig scheiße. Tattoos, bah. Ich selbst fand Tattoos und Ohrlöcher hätten zu mir jetzt nicht so ganz gepasst. Aber als ich länger darüber nachgedacht habe, fand ich den Gedanken schon ziemlich hin. Naja, zurück zu den Leuten, die mehr für solche Sachen oder die mehr gegen solche Sachen sind. Mir fiel dabei jedenfalls auf, dass es mehr Leute gibt, die einfach Veränderungen nicht gutheißen. Ihr kennt sicherlich den Spruch, du hast dich voll verändert. Hey, du wolltest mit mir über irgendwas reden? Ja, also ich wollte mir eigentlich sagen, dass du dich voll verändert hast. Also man erkennt dich gar nicht mehr wieder. Du bist so anders geworden einfach. Oh, findest du? Jedem wird das früher oder später sicherlich vorgeworfen und mir persönlich wurde das schon echt oft gesagt. Aber das ausschließlich nur, wenn ich mich mit Leuten gestritten habe. Muss aber sagen, ich habe mich echt lange nicht mehr gestritten. Voll nice! Erzählt mal, wie ist es eigentlich bei euch? Wann hat man euch das eigentlich gesagt? Vor allem hat es immer irgendwie so einen negativen Touch, wenn man das gesagt bekommt. Und wie schon vorher erwähnt, manche benutzen es echt oft als Ausrede in einem Streit. Wieso soll ich immer alles sauber machen? Hä, aber du hast es doch immer früher gemacht. Früher war das alles komplett anders. Weißt du, Schatz, du hast dich vollkommen verändert. Und selbst auf YouTube lese ich so oft Kommentare, dass einige YouTuber sich einfach gar nicht verändern sollen oder dass es einfach super schlecht ist, dass sie sich verändert haben. Also ich muss aber auch persönlich zugeben, es gibt einige YouTuber, bei denen ich persönlich sage, früher war dir besser. Ich wollte dir sagen, dass ich deine Videos toll finde. Mach weiter so und bitte verändere dich nicht. Hey, meinst du, das ist falsch, dass ich was Neues ausprobieren will? Hey, jetzt hör mal zu. Niemand wird dich verurteilen für das, was du machst. Also wenn es dir gefällt, dann mach es. Geht gar nicht klar, Mann. Früher warst du besser. Der Bau ist voll anders geworden. Digga, du hast dich krass verändert. Was? Seht ihr? Das sorgt sogar für Bartwuchs. Baus Bärte. Hässlicher geht es nicht. Okay, sorry, das hat sich echt angeboten, das gerade zu machen. Aber mal im Ernst, Veränderungen sind gut. Natürlich nicht immer, aber man lernt sich selbst besser kennen. Außerdem gehört das ja zum Leben dazu. Menschen ändern sich halt, Menschen entwickeln sich. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht, mal jemanden, dem es nicht aufgefallen ist, darauf hinzuweisen. Aber dann am besten auch mit der Frage, warum hast du dich verändert? Dusch! Und um alles nochmal abzuschließen, ich weiß, ich sag die ganze Zeit, Veränderung ist gut und so. Aber ich wollte mir doch keine Tattoos und Ohrlöcher stechen lassen. So Leute, während ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich mit Cheng und Ju in Singapur. Ich vlogge das natürlich auch. Wir kommen aber nächste Woche wieder zurück. Und falls euch das Video gefallen hat, dann checkt auf jeden Fall auch Kikos neues Video ab. Link ist in der Videobeschreibung. Bis dann.